Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Treppenhausbox von Apache 207. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Treppenhaus von Apache 207, das Ganze am 31. Juli erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von Apache 207. Kleine Info am Rande, ich werde zu dieser Box ein Gewinnspiel veranstalten. Und zwar habe ich diese Box zweimal. Das Ganze wurde mir ermöglicht durch die Jungs von Quirdl. Vielen Dank dafür. Bedeutet, eine Box, in diesem Fall diese hier, packe ich für euch aus in dem Video. Und die zweite könnt ihr gewinnen. Wie es geht, was man für das Gewinnspiel tun muss, das erfahrt ihr einerseits in der Videobeschreibung oder ihr bleibt einfach dran bis ans Ende des Videos. Dort erkläre ich das auch nochmal im Detail. Gut, ich würde sagen, wir starten. Wir haben hier eine sehr, sehr ungewöhnliche Box. Und so haben wir keine reguläre Box, wie man es kennt, irgendwie aus Karton, Papier etc. Nein, wir haben hier tatsächlich eine Kühlbox. Die kommt hier in Kunststoff, ist komplett in Weiß. Auf der Oberseite ganz schlicht der Schriftzug des Interpreten Apache 207. Und ansonsten haben wir hier rechts dann noch ein Metallelement. Das gleiche haben wir natürlich auch noch auf der linken Seite. Bedeutet, hier können wir dann noch was festmachen. Was, das sehen wir dann noch. Aber ansonsten ist die Box wirklich rundum in diesem Weiß. Unten haben wir noch den Barcode sowie die Infos. Das Ganze ist erschienen über Two Sides. Treppenhaus, Apache 207 und hier haben wir noch vier Schrauben. Gut, ansonsten hier oben noch ein Griff, hier so zum Rausklappen. Bedeutet, man kann das Ganze dann auch wirklich bequem tragen. Und dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Also hier ist so eine kleine Aussparung. Dann klappen wir mal hier auf, wenn es funktioniert. So, aber jetzt. Und dann sehen wir, wie das Ganze funktioniert. Also der Deckel an sich, der ist hier so zum Klappen, der lässt sich nicht ganz entfernen. Im Deckel selber verbaut oder angesteckt ist dann hier noch ein Kühlakku. Schauen wir mal, dass wir den rausbekommen. So, erster Kühlakku. Dann geht's weiter. Wir haben hier ein Shirt. Dann einen Stickerbogen. Das Album an sich, das kommt hier nochmal in so einer Luftpolstertasche, in so einem kleinen Umschlag, damit das Ganze hier auch geschützt ist. Dann haben wir ein Stück Papier, einen Tragegurt und das dürfte dann wohl der zweite Kühlpack sein, der zweite Kühlakku. Ja, ansonsten haben wir hier noch so zwei Stück Silikagel, also damit das Ganze auch nicht irgendwie feucht bei euch ankommt oder wie auch immer. Also das können wir auch entfernen und so sieht das Ganze dann aus. Also die Box hier komplett in Weiß von innen. Packen wir dann mal zusammen und stellen wir dabei mal ab. Und dann schauen wir, was wir hier so alles haben. Also einmal der Tragegurt, der kommt hier in Folie. Eventuell kriegen wir, ja, sehr gut, kriegen wir das hin, dass wir das so abziehen. Einmal der Gurt. Dann haben wir einmal, zweimal die Coolpacks. Die Sticker, die kommen hier verschweißt. Machen wir mal auf. So. Und natürlich das Herzstück der Box, das Album an sich. Treppenhaus, das kommt hier in so einem weißen Umschlag, das Ganze hier entsprechend mit Luftpolster, damit das Ganze auch wirklich unbeschädigt bleibt. Und ein Shirt ist ebenso mit dabei. Ja, etwas verwundert war ich, denn ich habe ursprünglich auch noch damit gerechnet, dass es irgendwie noch eine Halskette und dieses Armband gibt. Also da gab es ja diese Halskette und dieses Armband mit dem 207 Anhänger. Wurde aber jetzt, glaube ich, letztendlich dann nicht umgesetzt, beziehungsweise der Box nicht beigelegt, weil, glaube ich, von der Qualität da irgendwas nicht ganz zufriedenstellend war. Deswegen hat man darauf verzichtet. Ja, schade, zwei Inhalte fehlen somit, aber ist auch, glaube ich, so eine ganz gelungene Box. Gut, das ist das Album. Werden wir mal öffnen, also die Folie aufschneiden. Und dann schauen wir uns das mal an.
So, also, das ist das Album Treppenhaus, das lang erwartete Debütalbum von Apache 207. Es gab im letzten Jahr bereits die erste EP, und zwar Platte, aber jetzt das erste Album und auch das erste physische Release. Platte gab es wirklich nur digital. Wir haben hier den Künstler vor einer weißen Treppe, sieht so ein bisschen aus wie die Pforte zum Himmel, weiße Wände und hier unten dann Treppenhaus zu lesen. Reguläres Jewelcase mit Wolkenoptik, hier ebenso. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 12 Stück sind es geworden. Ein paar davon kennen wir ja schon, ein paar wurden ja ausgekoppelt. Unter anderem eben Matrix wurde schon vorgestellt. Oder auch Boot, Bläulich. Ja, ansonsten beteiligte Barcode. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So. Also, das ist das Booklet. Ah, okay, wir haben hier kein reguläres Booklet, sondern wir haben hier tatsächlich ein Poster-Booklet. Also zum einen hier im Hochformat, Apache 207 auf einem Balkon. So sieht das aus hier, Käffchen trinken. Und auf der Rückseite haben wir einmal eine Danksagung. Die ist hier wirklich sehr, sehr umfangreich. Könnt ihr euch gerne im Detail durchlesen. Wolken, all lyrics written by Apache 207. Dann nochmal die detaillierte Tracklist, inklusive der Info, wer das produziert hat, wer gemixt und gemastert hat. Jawohl. Und ansonsten hier nochmal Apache 207. Ja, also die wichtigsten Infos sind drauf und wir haben auf der Rückseite eben auch noch dieses Poster. Sehr schön. Die CD kommt hier in so einer Split-Optik. Zweimal weiß, zweimal Wolken. So sieht das aus. Auch hier wieder Apache 207 Treppenhaus zu lesen. Okay, gut, das war's zum Album. Also 12 Tracks, 12 Solo-Tracks von Apache. Dann haben wir als nächstes diese zwei Kühlakkus. Und die haben sogar zwei verschiedene Formen. Also wir haben hier einmal die 207 mit der abgeschrägten Seite. Und wir haben hier einmal die 207 mit der rechteckigen Form. Also ohne die abgeschrägte Seite. Hier vorne der Verschluss. Und wir haben hier jeweils zwei Löcher in diesen Kühlakkus mit eingearbeitet. Warum? Denn wir haben es vorher gesehen, wenn wir uns nochmal hier die Kühlbox kurz hernehmen, dann kann man das hier entsprechend, wenn man es aufmacht, hier sich reinhängen. Also hier ist dann dieses kleine Element, dann kann man hier mit Hilfe dieser Auslassung wunderbar das Ganze fixieren. Und da je nachdem, entweder diesen oder diesen dran machen, den anderen reinlegen oder überhaupt nur einen verwenden, ganz wie man möchte. Und dann hat man hier in dieser Kühlbox angenehme Temperatur mit diesem Kühlakku und kann da kalte Getränke oder Speisen befördern. Ja, als nächstes haben wir ebenfalls zu dieser Kühlbox passend einen Gurt. So, jetzt nehmen wir nochmal die Kühlbox daher. Und zwar haben wir hier diesen Gurt in schwarz mit weißem Apache Aufdruck. So sieht das aus, da auch nochmal A207 zu lesen. Und dann haben wir hier diese kleinen Karabinerhaken, mit denen wir hier dann wunderbar einhaken können. Und dann können wir beide Seiten hier entsprechend fixieren. So, und dann haben wir das Ganze mit den beiden Karabinern fixiert. Und dann kann man sich das Ganze hier um die Schulter hängen und wunderbar mitnehmen, herumtragen. Oder man trägt es einfach wie so ein kleines Handtäschchen hier so in der Hand. Geht natürlich auch. Also zusätzlich zu diesem eh schon eingebauten Griff eine gute Ergänzung. Ich werde das Ganze jetzt mal wieder lösen, weil es ansonsten hier so die ganze Zeit rumklappert und scheppert und Lärm macht. So, einmal, zweimal. An den Enden hier jeweils noch so Kettenglieder, also auf jeden Fall alles stabil verbaut. So, und als nächstes haben wir hier dann auch noch Sticker. Wozu sind die gedacht? Die haben wir dafür dabei, dass wir dann, hier sehen wir es, die Kühlbox auch nochmal individuell gestalten können. Bedeutet, die Kühlbox ist natürlich komplett hier in weiß gehalten und wir haben hier 11 Sticker, mit denen wir dann individuell
das nach unseren Geschmäckern, nach unseren Vorlieben entsprechend gestalten können. Ja, also wir haben hier unter anderem Apache in seiner bekannten Pose, dann die beiden verschränkten Hände hier, einmal hier auf dem Boot, dann einmal hier die Szene, die wir auf dem Poster hatten, Kaffee trinken, dann natürlich der weltbekannte Roller, einmal hier Wolkenoptik Treppenhaus, einmal A207 Wolkenoptik, nur Treppenhaus in Schwarz-Weiß, dann einmal die Hand, dann einmal Apache liegend und die Sonnenbrille. Ja, also da ist so ziemlich an alles gedacht worden. 11 Stück hat man hier in verschiedenen Formen, Farben und Größen. Und dann kann man hier wunderbar seine Kühltasche, seine Kühlbox individualisieren. Gut, packen wir auch mal zur Seite die Sticker. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann wie so oft auch noch ein Shirt mit dabei. So, das Shirt ist, wie wir sehen können, in weiß. Auf der Brust der schwarze Schriftzug Apache 207. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Treppenhaus, dann auch hier wieder der gute Mann abgebildet. Also das Cover mehr oder weniger hier nochmal auf der Rückseite. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Shirt in der Größe L, ansonsten steht hier nichts weiter, Unisex, also sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet. Hier lesen wir es, Unisex, Größe L. In Europa ist es Größe L, in den USA, dort haben die Leute etwas mehr auf den Rippen, ist es M. Jetzt schauen wir nochmal kurz, ob wir, ja genau, danach habe ich gesucht. So, was lesen wir hier? Wir haben hier ein Stanley Stella Organic Cotton, 100%, wo haben wir es, nehme ich mal an, genau, 100% Baumwolle. Und das Ganze ist, hier steht es, Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Und zwar einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Größe konnte man nicht frei auswählen, die war wirklich Unisize. Dann haben wir die beiden Kühlakkus im 207 Design. Der Tragegurt für die Kühltasche. Dann die 11 Sticker zum Individualisieren eurer Kühltasche. Und natürlich das Album an sich, Treppenhaus mit 12 Tracks im regulären Schulcase. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box bzw. Kühltasche. Treppenhaus von Apache 207. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Apache 207 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao. So, und zum Abschluss gibt's wie versprochen noch die Info zu dem Gewinnspiel. Und zwar, wenn ihr auch so eine Box haben möchtet, die Treppenhausbox von Apache 207 gewinnen möchtet, dann ist Folgendes zu tun. Also zum einen der Instagram-Seite von UnboxKings zu folgen, Punkt 1. Zweitens der Instagram-Seite von Quirtl folgen. Und drittens, ich werde ein Foto posten auf Instagram, auf dem Profil von UnboxKings mit dem Boxinhalt dieser Box, dieser Apache 207 Box. Und unter diesem Foto kommentiert ihr einfach, indem ihr zwei Freunde, zwei Leute von euch mit markiert. Und dann seid ihr auch schon mit dabei. Und in einer Woche wird das Ganze ausgelost. Also, das Release ist wie gesagt am 31.07., sprich morgen. Also dann in einer Woche, nächsten Freitag, den 7.08., wird das Ganze dann ausgelost. Und dann werde ich auch bekannt geben, wer die Box gewonnen hat und sie euch natürlich gerne zuschicken. Falls das alles jetzt zu schnell war, findet ihr die Infos auch wie immer noch in der Videobeschreibung. Dort habe ich es euch auch nochmal aufgeschrieben, wie das Gewinnspiel genau funktioniert. Und ja, dann wünsche ich euch viel Glück bei dem Gewinnspiel und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Passt euch auf. Ciao.